Torben! Achtung, Junge! Na komm! Ein tödlicher Jäger braucht ein tödliches Zeichen! Na, verdammt! Bereit fürs Mittagessen! Na komm her! Na, verdammt! Mein Schwert ist kein Knochen, verdammt nochmal! Lass dir Zeit, Jungchen! Wenn wir Glück haben, stirbt der Grau von Alterspeck! Wir holen uns jetzt diesen riesigen Grau! So kurz es auch sein mag! Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Torwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Kunst, ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Okay. Wir spielen ein bisschen mit den Orks. Auch nicht schlecht. Wusste ich nicht. Okay. Ich glaube, das war's. Meiner ist hungriger. Look, der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Torwin dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Wo steckt er jetzt, dieser riesige Grauk? Der Grauks. Die Karago sind zu ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Thank you.
Ashnask Nimagatul. Ashnask Trakatuluk. Ach, Ursim Ishi Krimatul. Fertigt er trotzdem die Ringe an? Der Korb kommt. Ganz recht! Lässt du mich durch! Los, Jungchen, worauf wartest du noch? Das wird ein böser Kampf. Komm, Grauk! Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torben sagt. Länge Nummer 1. Ach, egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ah, shit. Okay. Alles klar. Aus der Ferne, aus der Ferne, aus der Ferne. Der Kopf ist zugepanzert. Alles klar, ich muss ihn in den Schädel treffen. Dann rennt er vielleicht gegen diesen Pfeiler. Naja, so machen wir das. Okay. Komm schon! Oh! Oder gegen die Wand! Jawoll! Jetzt zerschneide ich dir. Oder nein, ich spring dir auf den Rücken! Ganz ruhig, mein Freund! Oh, oh, oh! Na komm schon! Okay, Baby! Lass ihn in Ruhe! Kümmer dich um mich! Oh oh. Ah, verdammte Gule! Mischt euch nicht ein! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh nein! Wenn er isst, wenn er frisst, kriegt er wieder Energie! Ich muss die Gule ausschalten! Mist! Jeden Pfeil! Ah, verdammt! Ich brauche mehr Pfeile! Ah, Mist, Kerl! Du sollst nicht essen, Mann! Kämpf gegen mich! Komm schon! Oh oh, oh oh! Weg hier! Oh. Wow, wow, wow! Böses, böses Kraukilein! Hallo? Oh, sei doch lieb, Mann! Komm, aus der Ferne, aus der Ferne! Mist, ich schaffe es nicht! Jetzt aber! Oh. Oh. Okay, okay, komm! Ja! Das tat sicherlich weh. Pilze, Pilze. Pilze wären nicht so schlecht, wenn ich ein paar Pilze finden würde. Ah, die blauen sind nicht so schlecht. Komm her. Hopp, hopp. Gut. Oh nein. Raukfrühstück kommt wieder angerannt. Nicht gut. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hab da was dagegen, wenn du dich hier vollstopfst mit Gulen. Oh oh. Oh oh. Mehr Pfeile, mehr Pfeile. Stopp nochmal. Jetzt aber. Zack, zack, zack. Mist. Ah, tote Gule schmecken dir wohl nicht, ja? Ich weiß, du bist sauer. Ich hab deine ganzen Gule getötet. Ein Frühstück. Okay. Ja, 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 ja. Böser kleiner Wow, Krauki. Wow. Oh.
war knapp, das war knapp. Fress das! Drecksviech! Schneller, 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 schneller! Und auf deinen Rücken! Ja! Schmeck mein Schwert! Das tat sicherlich wieder weh. Boah! Aua, das tat mir auch weh. Ah, da hinten gibt's ein paar Pilze. Die bringen mich wieder auf Vordermann. Oh nein. Nicht ihr. Nein! Ah, das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Shit. Er holt sich wieder Energie. Das sind ganz schön viele. Verdammt! Beeilung! Aufzehrung! Ich brauche ein paar Pfeile! Patz! Komm schon! Komm schon! Haut sich den Bauch wieder voll hier! Oh, Pfeile, 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 Pfeile! Da oben! Ach, da steckt ja einer! Zack! 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 Lass gut sein! Die schmecken dir sowieso nicht! Ja, vielleicht doch! Zack! Und der nächste, schnell! Zack! Uah! Wow! Jetzt will er wieder an mir rumnagen! Pfeile! Ach, da sind ja welche! Oh shit! Oh shit! Uah! Zack! Uah! Jetzt bin ich diese Jagd zu Ende. Genau. Stirb. Oh nein. Er ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst... Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Wie er sich freut. Das war's. Abgeschlossen! Der große Graug wurde erledigt und Torvin hat seinen Bruder oder Freund, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert, sein Jagdkollege auf jeden Fall gerecht. Ich hoffe, Torvin kann nach Hause zurückkehren, jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Das kann durchaus sein. Aber das machen wir auch mal gerade mal. Hier sind, beobachten wir doch mal dieses Duell. Wie ist es zu wissen, dass du gleich sterben wirst? Bringen wir es hinter uns, du Haufen Schrack! Die Uruks das unter sich ausmachen oder greife ich doch an? Keine Ahnung. Als erstes schaue ich mir das erstmal an. Sehr schön. Mit einem
einem Schlag niedergestreckt. Diese Uruk ist verdammt stark. Und er hat gewonnen. Hätte ich ja nicht gedacht. Habe ich Informationen über ihn? Noruk. Noruk. Hat Angst vor Karagors. Doch, da hatte ich noch einen Karagor, jetzt leider nicht mehr. So, so. Während meiner Wache reitet niemand Karagor. Reißt ihn die Arme aus, Jungs! Sehr schön. Okay. Nehmen wir das mit. Schauen mal, ob wir irgendwo einen Karagor. Der alte Hauptmann sah aus, als wäre er kurz davor, um sein Leben zu betteln, als er die Axt des Henkers über sich sah. Ein Schütze zu sehen. Vielleicht habe ich aber auch hier irgendwo einen Karagor. Ich hätte nicht mitbekommen, wie einige Feiglinge. Schon meine gefräßigen Tiere. Ihr solltet nur vor mir und meinen Befehlen Angst haben. Karagor! Sehr schön. Er hat Angst. Er versucht zu flüchten. Ja, ja, wir warten ab, wir warten ab. Komm her! Du bist mein! Na, verdammt! Ach, wisst ihr was? Das! Wow! Aber jetzt! Na ja, komm her, du brennender Bastard! Jetzt bist du mein auf jeden Fall! Gib deinen Verstand auf! Und gib mir mehr Informationen. Über ihn hier. Oder vielleicht doch über ihn hier? Aha. Brak, der Spürhund. Interessant. Hat Angst vor Feuer. Gut zu wissen. Freigeben! Verdammter Penner! Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen! Sehr schön. Das war's. Gut. Der letzte Häuptling. Schauen wir mal, was wir alles tun können, um ihn zu schwächen. Der letzte Häuptling ist da oben. Rook könnte ich auf ihn hetzen. Das war keine schlechte Idee. Aber wenn ich hier bin, könnte ich auch gleich mal diese Bogenmissionen hier noch machen. Dann diese eine Schwertmission noch. Dann muss ich nur noch hier oben den Rest machen und dann war's das. Dann habe ich alle Nebenmissionen auch gemacht. Und sonst gibt's auf der Karte nichts mehr zu holen. Alles klar, dann machen wir jetzt als erstes diese Bogenmissionen, diese zwei Stück. Dann noch diese Schwertmission hier in der Ecke. Und dann widmen wir uns den letzten Häuptling. Und dann gehen wir aufs Finale zu. Oh yeah! Bevor ich die mache, steigern wir uns mal ganz kurz noch. Und zwar kaufen wir, was kaufen wir, was kaufen wir? Ich glaube, wir brauchen das hier auch, um jetzt noch diese eine Nebenmission zu machen. Irgendwas hat mir gefehlt. Was war denn das? Da muss ich nochmal zurück auf die Karte. Und zwar hier. Boah, ich muss aufs Klo. Okay. Ja, jetzt habe ich alle Skills und Zeug schon gekauft und habe vergessen, Aufnahme zu drücken. Na, super. Naja, egal.
Auf jeden Fall habe ich mir jetzt in der Verbesserung kurz kritische Treffer 2 gekauft und dann natürlich die Zerstörung, damit ich dann auch das letzte freigeschalten habe. Dann habe ich ja hier noch mehr Energie gekauft und ja, und habe noch ein paar Runen reingemacht, aber nichts von Bedeutung. Auf geht's zur der Bogenmission. Was gibt es zu tun? Uruks zu töten mit explosiven Fässern. Ein leichtes. Boom! Alle tot. Von welcher Seite? Von dieser Seite. Und boom! Wieder ein paar tot. Und wieder boom! Oh oh. Okay. Noch ein paar Uruks. Ja, schön. Kommt ruhig alle vorbei. Kommt ruhig alle vorbei. Bumm. Bumm. Und noch einen. Einen einzigen. Und bumm. Das war's. Sehr schön. Süd, dort oben! Hey, was geht? Alles klar? Ich glaube, ich komme vorbei und steck dich mal ab! Come on! Zack! Zack! Und ich bin weg. Macht's gut! Okay, wir haben jetzt das hier freigeschaltet. Diese Schwertmission, die würde ich jetzt auch noch ganz schnell machen. Als erstes schlachte ich den hier noch ab. Komm! Zack und zack! Ja, komm her. Guter Versuch, vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt kümmere dich um das Karan. Ja, ja. Das war's. Okay. Da oben also. Machen wir noch die Schwertmission. Schlachten alle Uruks nieder. Hab unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo gemeinsam mit den ganzen anderen Maden verkrochen. Der schlimmste Anführer, den wir je hatten. Ja. Wenn er es zu hören bekommt, schickt er drüben! Ruhe! Das hört sich nicht gut an! Ja, das hört sich wirklich nicht gut an, aber ist mir egal. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Genau. Es kann zurückkommen. Schleicht da jemand umher? Ja, komm ruhig her. Nein? Das ist ja blöd. Für wen kennst du? Hab! Habt ihr das gehört? War wohl nur ja, niemand, mein Freund. Niemand. Oh oh. Okay. Kämpft für mich, Uruks! So. Hopp! Los geht's! Ich brandmarke noch mehr von euch, glaubt mir! Das war nicht so gut. Na los! Egal wie viel ihr seid! Da! Oh, kommst in meine Bande! Da! Oh, du schon wieder! Gegen dich hatte ich doch erst das Vergnügen. Komm schon. Hoch die Schwerter. Und schon habe ich wieder einen auf meiner Seite. Zack, zack, zack. Ein Schütze. Und der nächste. Kämpft für mich, Uruks. Vielleicht beim nächsten Mal.
Sehr schön. Einen starken Uruk in meiner Reihe zu wissen, ist immer gut. Da, hier. Aua. Dampf. Jawoll. Okay. Jetzt Zerstörung. Stirbt alle! Patz! Und schon sind die Köpfe platt. Ha! Jetzt muss ich aber hier weg. Tut mir leid. Sind mir zu viele. Ja? Kommt ruhig her. Ich habe ein kleines Geschenk für euch. Vollidiot. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Auch diese Schwertmission haben wir hinter uns. Dumm genug ist, sich mir zu nähern. Pack ich ihn einfach und ramme ihn so fest in den Boden, dass sein Kreuz bricht. Okay. Wir könnten eigentlich jetzt unseren Häuptling gegen den anderen Häuptling noch antreten lassen. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Ausschauern habe ich mir wohl nur eingebildet. Da hinten ist er. Taos. Okay. Komm her, Taos. Du musst was für mich tun. Los! Der letzte muss angegriffen werden. Gut. Sehr schön. Seine Schwachstellen kennen wir auch, also holen wir uns den letzten. Hol ihn dir! Moment, die Revolte ist gar nicht hier in der Nähe, die ist da unten. Gut, dann mache ich jetzt noch die Bogenmission. Dann gehe ich zur Revolte. Mal schauen, was es zu tun gibt. Da oben auf der Mauer also. Was war das? Achso, eine Spinne habe ich mal wieder zerdappt. Okay, los geht's.